Oh, Alter, was geht ab, Neutong hier? Wir starten das Video mit einem Zehner-Ei. Ich musste den brüten, weil ich habe nur Zehner. Das Schlechteste, was rauskommen kann. Heute ist Mittwoch, heute ist wieder X-Ray-Tag. Ich habe 3 bis 4. Mal schauen, vielleicht haben wir mal Glück. Und schon ist der erste X-Ray vorbei. Moment, ich komme gerade nicht an die Arena ran. Ich mache gerade eine Arena platt. Blende ich hier neben mir ein, den X-Ray, nichts Besonderes. Aber nicht zu nah an die Baustelle. Sonst hört ihr mich nicht mehr. Hab nicht gefilmt, weil ich habe dort einen alten Kollegen gesehen. Bisschen gequatscht und schon war der Raid vorbei. Es waren so viele Leute dort. Erste Lobby 20 Leute voll. Nächste Lobby fast wieder 20 Leute. Deswegen ging das so schnell. Aber wie gesagt, kein Guter dabei. Und bisher noch kein einziger Guter. Mein Bester, ich habe glaube ich nicht mal einen im 90er Bereich. Ändert sich hoffentlich demnächst mal, weil so lange ist der nicht mehr da. Zumindest 93 Attack 15, das ist so meine Regel bei X-Rays. Normalerweise 96 Attack 15, das ist so meine Grenze. Bei X-Rays schraube ich es runter auf 93 Attack 15. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Habt ihr einen guten Gigas bekommen? Hattet ihr überhaupt einen X-Ray? Und, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, habe ich schon lange nicht mehr gesagt, könnt ihr gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo dalassen oder die Glocke aktivieren. Wir machen jetzt 2 Tagela Raids und dann den nächsten X-Ray. Ich nehme mal doch nur einen mit. Weil sonst ist zeitlich vielleicht doch zu knapp für den X-Ray. 12,78. Das wollen wir sehen. Und gib ihn mir. 38. Leider. Das könnte sogar der schlechteste sein. Ich biege mal in eine düstere Ecke ab. Wir haben hier Sarah. Kleiner Zeitsprung. Oh. Licht geht an. Doch nicht so düster. Stellt euch vor, dieser Zaun würde jetzt zugehen. Oh. Puh, okay, ich dachte, jemand kommt raus. Oh, nicht shiny. Schade. Auf jeden Fall, kleiner Zeitsprung. Das letzte Mal, wo ihr mich gesehen habt, waren wir auf dem Weg zum zweiten X-Ray. Den habe ich wieder nicht gefilmt. Zu viele Leute da gewesen. Hat sich nicht ergeben. Aber blende ich hier nebenbei nochmal ein. Auch der eine Niete. Ich muss sagen, alle meine Regigigas bisher komplett tot. Die sind, mein Bester ist 24,45, Mann. Und 24,45 ist nicht gut. Das ist ja krass, wie schlecht die bisher sind. Schaut's mal. Alle schlecht. Heftig, ich hatte bisher noch kein Glück mit denen. Auf jeden Fall warten wir jetzt noch ein bisschen, eine Stunde ungefähr. Auf den dritten und dann noch den vierten und dann die Rage-Stunde. In der Zwischenzeit drehen wir ein paar Runden, sammeln ein paar Geschenke und vielleicht kriegen wir noch einen shiny Brummi. Es ist eine Stunde vergangen, wahrscheinlich sogar mehr. Oh ne, ne, viel mehr. Ich habe 2 X-Rays nicht gesehen und die ganze Rage-Stunde nicht. Bin nicht zum Film gekommen. War sehr dunkel, war sehr kalt, war sehr busy. Ich habe mir erstmal ein Eis gegönnt, das war umsonst. Ich kaufe immer ohne alles, ich hasse die Soßen. Ja, was geht, Leute? Ist wieder mitten in der Nacht und ist wieder ein krasser Spawn reingekommen. Endlich mein 100er Magma. Wir holen uns jetzt ein 100er Magma hoffentlich. Und es sind ein paar Neuigkeiten reingekommen bezüglich PvP.
Das schauen wir uns später noch an. Okay Leute, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß noch, am Ende der Red Tour, ich habe mir ein Eis gegönnt. Und auch wenn es umsonst war, war es ein Fehler. Es war doch zu kalt für ein Eis. Red Tour an sich, leider nichts Erfolgreiches, leider nichts Gutes. Terrakium nicht mehr lange da, leider. Dieses Wochenende ist auch schon die letzte Chance auf Terrakium. Also bis Dienstag ist er noch da, aber also Wochenende die letzte große Chance. Problem ist, Wochenende ist halt C-Day-Wochenende. Und da wird wahrscheinlich nicht viel geradet. Und die C-Day Raids werden das, glaube ich, blockieren. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Terrakiums da am Start sein werden. Da werden wahrscheinlich die ganze Zeit nur diese C-Day Pokémon spawnen aus den Raids. Schauen wir mal, vielleicht habe ich noch Glück und krieg noch irgendwie einen 100er. Wenn ich mal einen 96 Attack 15 würde mir reichen. Regigigas auch meinen besten bisher bekommen. Nur 93 Attack 14. Ich glaube 14 war es. Also da geht auf jeden Fall noch was. Der ist ja zum Glück noch eine Weile da, also. Habe ich noch ein bisschen Zeit. Schon schade, dass es in letzter Zeit so wenig abging und so wenig geradet wurde. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie es bei euch so aussieht mit Terrakium. Habt ihr einen guten? Wie viel habt ihr gemacht? Muss selber mal nachschauen, wie viel ich gemacht habe. Aber zumindest waren die Arenen gestern auf der Raid Tour alles neue Arenen. 1000 Arena-Punkte. Zu saftig. Dann gab es noch ein paar Neuigkeiten bezüglich PvP. Wow, PvP. Die Liga, dies, das. Was soll ich sagen? Mich interessiert PvP nicht, ihr wisst es. Ich habe ein bisschen schon mal erzählt über das System, dass es eine Liga gibt mit Ränken und so und dass man alle drei Ligen verwenden wird. Es gibt verschiedene Ränge, bis Rang 10 zum Beispiel. Und ab Rang 10 messt man sich irgendwie mit dem Besten dann. Also für viele wahrscheinlich sehr, sehr interessant. Schauen wir mal. Und zusätzlich zu den ganzen Informationen über PvP wurden die Attacken wieder angepasst. Alte Attacken sind zurückgekommen, die Legacy-Attacken waren. Und das interessiert, glaube ich, auch Leute, die nicht PvP machen. Eine Menge Sachen zu den PvP-Attacken. Manche Attacken verändern wieder den Status und so weiter. Das Interessanteste ist wohl Gengar, der jetzt Shadowclaw wieder kann, also Dunkelklaue. Auch wenn man sich nicht so mit Attacken befasst wie ich, zum Beispiel weiß man Gengar und Dunkelklaue. Ich habe sogar einen Gengar aus Uraltzeiten, 2016 irgendwas, mit 80% oder so auf Max gepusht, weil er eben halt Dunkelklaue kann. Aber auch interessant ist zum Beispiel Dragoran mit Feuerodem und Drachenklaue. Das Dragoran hatte ich zum Beispiel damals nie so bekommen mit diesem Moveset. Ihr wisst ja, damals gab es keine TMs. Ihr musstet echt Ewigkeiten für die Bonbons sparen und farmen. Dann entwickeln und dann hat es irgendwie ein falsches Muster bekommen. Ist eine coole Sache. Was ich ganz witzig finde ist, es gibt ja Sammler, es gibt Leute, die legen großen Wert auf Legacy-Attacken. Haben auch eine Menge dafür hergegeben, ihre halbe Niere und so verkauft dafür. Ja, und jetzt ist es einfach wieder da. Stellt euch mal jetzt vor, die Leute, die eine Menge dafür hergegeben haben, für irgendwelche Legacy-Attacken. Ja, und jetzt ist es einfach ganz normal wieder. Da sieht man wieder Niantic. Bei Niantic ist da nie irgendwas selten. Alles kommt irgendwann irgendwie wieder, selbst Legacy-Attacken. Aber PvP is coming, Leute. Steigt auf den Zug auf oder nicht? Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auf den PvP-Zug aufspringen werdet oder eher nicht. Zum Beispiel auch interessant, Kyogre kann jetzt Surfer lernen. Und das ist eine 2-Lade-Attacke, also 2-Balken-Lade-Attacke. Und davor kommt es halt Hydro-Pumpe, was halt mächtig ist vom Damage-Output, aber ist halt langsam und ladet lange. Ob ich auf den Zug aufspringen werde, kann ich noch nicht sagen, aber ich tendiere zu nein. Ich gehe jetzt erstmal raus, ein paar Mankey jagen, weil das Magma hat mich wieder motiviert, meine 100er Sammlung weiter auszuarbeiten, weil da fehlt halt echt nicht mehr viel. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Glück, was auch immer ihr heute macht. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscribe, kommentieren.
Check die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.